Yo Leute, Mugga wieder am Starten. Ihr hört schon an der Stimme. Ja, da bahnt sich etwas an. Ich glaube, da bahnt sich etwas an. Aber wir lassen uns davon nicht abhalten. Wir spielen Dead by Daylight. Zusammen mit drei unbekannten Überlebenden werden wir es schaffen, zu entfliehen. Und was ich euch heute mitteilen werde. Oh. Ich habe euch ja schon im Stream angekündigt. Ich glaube sogar auch in einem Vlogs oder den letzten Videos habe ich angekündigt gehabt. Wir werden heute Abend, also ich habe noch kein Datum genannt, aber es wird heute Abend sein, einen Special Stream machen. Da gibt es ein, ja, wie nennen wir das? Ich nenne das einfach den Saufstream mit Challenges. Das heißt also, ich werde mich gleich hinsetzen. Ich habe meine Arc-Server hochgefahren. Ich werde dann eine extrem geile Arc-Map bearbeiten. Ich werde einfach die Island-Map nehmen und die bearbeiten, dass da keine Mods drauf sind, alles Mögliche. Werde die extrem geil machen, werde da Arenen bauen und, weil ich habe mir einiges mit meinen Mates geplant und mit Zuschauern, die nachts da waren, was man so machen könnte. Dann werden 1 gegen 1 Spiele gemacht. Ich kann euch mal so die Standardspiele sagen. So, es wird ein. Oh, wo ist der Boy? Wo ist der Boy? Da ist der Boy. Da ist der Boy. Da kommt er aber ein bisschen spät. Kommt er ein bisschen spät. Aber wir werden 1 gegen 1 Spiele machen. Und das wird folgendermaßen dann aussehen. Wenn. Also ich sag mal die einfachsten Spiele. Die sind ja recht einfach zu erdenken. Wir machen Waffenduelle. So die einfachsten Spiele. Waffenduelle, da gibt es dann Sniper. Oh, soll ich ihn zu retten? Weil er hat sich selber, glaube ich, gerettet. Na, wie hat er sich denn selber gerettet? Dann gibt es aber zum Beispiel. Da hinten ist der Boy. Da gibt es Sniper-Duelle. Moment, kurz heilen. Dann gibt es Sniper-Duelle. Okay, jetzt habe ich eine Arschkarte. Ja, okay, das war dumm. Ah, Scheiße, ey. Scheiße, hat er nicht bekommen. Also Sniper-Duelle, Shotgun-Duelle, vielleicht Bogen, vielleicht Crossbow-Duelle. Mal gucken. Es gibt ja verschiedene Arten von Waffen, die man machen kann. Aber das wird nicht alles sein. Wir haben uns richtig, richtig super geile Features ausgedacht. Also wartet ab, das werden richtig geile Sachen. Die Leute, ich habe es dir das nur so 5, 6 Leuten erzählt, die sind richtig gehypt drauf, was da alles kommen kann. Müssen wir dann gucken, dass die Leute sich das entweder aussuchen können oder. Es sind auch Teamduelle bei, also bei manchen Sachen, da braucht man 4 oder 5 Leute gegen mich. Bin ich gespannt. Ich werde das gleich alles aufbauen, wird bestimmt lustig auf jeden Fall. Und dann ist es halt, wenn ich gewinne, oh, guck dir das mal an. Der Pisser. Nein, der Pisser hat mich schon gehauen, ey. Anti-May. Erst hilft er mir und dann sowas. Ja, okay, das ist, glaube ich, mein Tod, oder? Das ist, glaube ich, mein Tod. Okay, jetzt muss ich hämmern. Digga, jetzt muss ich hämmern. Ja, das war's, Leute. Da kommt keiner mehr ran. Zwei Leute, obwohl einer will versuchen zu helfen. Meine Leertaste ist sehr laut. Ich werde das wahrscheinlich rausschneiden. Aber der campt. Keine Chance. Keine Chance. Okay. Soll ich nicht weiterhin versuchen. Trotzdem, schönes Game. Ja, ich werde das gleich alles aufbauen. Wenn ich gewinne, habe ich, oder ich sag mal an, wenn ich verliere gegen euch, gegen einen der Zuschauer, dann habe ich so 5 bis 10 Minuten Pause, bevor ich das nächste 1 gegen 1 annehme. Wenn ich aber gewinne,
dann muss ich die ganze Zeit am Stück, also ne, ein Pinchen trinken und gleich den nächsten herausfordern. Die nächste Herausforderung annehmen. Ist, denke ich, ganz lustig. Natürlich, na Leute, wir wissen, trinken ab 18, dies, das und so. Ich kenne meine Grenzen. Ich werde es nicht übertreiben. Aber, Leute, es wird lustig, es wird lustig. Deswegen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, wann auch immer ihr das Video seht. Ich bin nicht der beste Survivor. Ich übe und übe. Gestern hatte ich eine geile Partie, Leute. Gestern hatte ich eine geile Partie. Da habe ich gespielt. Und ich war der letzte Überlebende. Ich konnte die leider nicht retten. Es ging nicht. Ich habe zwei Leute gerettet, aber die wurden sofort wieder gefangen. Da habe ich alleine von 5 auf 2 Generatoren, also runtergespielt. Aber ich habe die Luke nicht gefunden. Ich habe die dreckige Luke nicht gefunden. Und dann habe ich verloren. Bei 2 Generatoren. Obwohl ich 2 Generatoren auch wieder fast durch hatte. Die hatten gar nichts mehr. Naja. So ist das Spiel. Ich werde besser hoffentlich demnächst mal wieder. Leute, Peace and out. Schönen Tag noch. Wir hören uns.